Willkommen bei meinem neuen Video. Heute will ich euch mal die Flachdübelfräse von Einheld vorstellen. Und zwar geht es um die Flachdübelfräse TCBJ900 von Einheld. Ich bin des Öfteren schon mal gefragt worden, warum ich als Tischlermeister überhaupt mit so einer Low-Budget-Maschine arbeite. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe diesen Kanal hier, weil ich hier diesen Kanal führe für engagierte Heimwerker. Und es macht da gar keinen Sinn, jetzt mit Maschinen zu kommen, die extrem teuer sind. Mir geht es darum, dass ich, wenn ich mit euch was zusammen mache, dass ich auch mit Maschinen zusammenarbeite, mit denen auch wirklich das umgesetzt werden kann. Und deswegen habe ich mir die Maschinen damals auch zugelegt gehabt, habe sie getestet ausführlich, und da gehen wir nachher noch drauf ein. Und jetzt stelle ich euch erstmal vor, nach dem Intro geht's los, viel Spaß dabei, bis dann, hauen wir rein. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame, though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see us through. Schauen wir uns erstmal an, was überhaupt in dieser Kiste alles so drin ist. Und zwar haben wir einmal hier die Flachdübelfräse, die schon mal wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck macht. Auch von der Haptik her, das Ding liegt wirklich super gut in der Hand. Des Weiteren haben wir hier ja, einen Adapter für die Absaugung. Und hier bei Bedarf halt eben auch so einen kleinen Sack, den ich aber ehrlich gesagt selber nie verwendet habe, weil ich immer gleich die Absaugung dran gemacht habe. Dann haben wir hier noch einen Schlüssel für das Blatt zu tauschen, die Gebrauchsanweisung, und das war's auch schon. Ja, was man jetzt machen kann, wäre halt, dass man hiermit das Ganze einstellt, in welcher Höhe man das Ganze haben möchte, dass man halt über auch diese Flachdübel dementsprechend gerade ins Holz einbringen kann. Das kann man also hier verstellen, von der Höhe her. Auch hat man hier die Möglichkeit, seitlich ist eine gut leserbare Skala, das Ganze auf 45 Grad einzustellen. Und man kann das auch noch nachjustieren. So, dass man halt eben auch schräge Dinge halt eben direkt unmittelbar super fräsen kann. Ja. Was mich auch überzeugt hat, war der Motor der Maschine, die wirklich richtig Salz hat. Und was hat er denn überhaupt an Watt? Aha. Ach, und jetzt muss ich andere Brille holen. Watt hat der Motor, und das ist richtig Dampf schon für die Maschine. Eine Umdrehung hat das Ganze von 11.000 Umdrehungen, und der Durchmesser von dem Sägeblatt sind 100 mm. Ja, und jetzt könnt ihr mal kurz sehen, was ich schon mal mit der Maschine gemacht habe. Und zwar habe ich nicht nur Lamellus damit gefräst, sondern auch eine Nut für, ja, für eine Tür. Füllung reinzumachen. Schaut euch das mal kurz an. Damit eine Flachdübelfräse kann man auch sowas machen, und dass es auch passt, kontrollieren wir gerade mal eben. So, hier habe ich so ein Stück der Spalzplatte, die hier reinkommt, und passt wunderbar. Ihr seht, gar kein Problem, brauche ich gar nicht nachzuarbeiten oder irgendwas dergleichen. Passt wunderbar rein, einwandfrei. So mache ich das jetzt weiter. Und dann habe ich ganz schnell die Nut gemacht, und dann geht es weiter.
Auch für eine Plexiglasscheibe einzubauen, ist diese Maschine optimal geeignet, denn eine 4er Plexiglasscheibe passt genau in die Nut rein, die mit dem Fräser entsteht, wenn man das Ganze als Nutfräser verwendet. Man spart dadurch, sage ich jetzt mal, das gefährliche Händeln einer Kreissäge. Die wenigsten haben eine große Fräse zu Hause, von daher auch sehr gut geeignet. Oder manche andere hat seine Oberfräse so verarbeitet, dass er eigentlich das Ganze nur noch im Tisch drin hat und ja, von der Handhabung her ein bisschen unglücklich ist. Also hier muss ich wirklich sagen, total einfach. Schaut euch das mal kurz an. Ihr werdet sehen, total simpel und total einfach. Aber weil das so einfach geht, ich zeige es euch jetzt gerade nochmal, weil das wirklich super einfach zu machen ist, wenn für jemanden, der keine Fräse hat oder wo er Probleme hat, das Ganze mit der Kreissäge zu machen. Also hiermit geht es wirklich spielend leicht. Was mir ganz wichtig ist noch zu sagen, die Maschine habe ich mir selber gekauft. Ich wurde nicht gesponsert von der Firma Einhell. Mir wurde nicht vorgetragen, was ich zu sagen habe. Was ich gesagt habe, ist ausschließlich meine Meinung zu diesem Gerät. Und da hat mir auch sonst keiner irgendwas reingeredet. Das wollte ich eigentlich noch kurz loswerden. Ich hoffe, man kann sehen, eine wunderbare gleichmäßige Nut, die gefräst worden ist jetzt. Hier habe ich schon mal so ein kleines Stück von der Plexiglasscheibe. Wie ihr seht, die passt ganz genau da rein. Das ist gar kein Spiel, gar nichts. Das Ding passt genau rein. So einfach geht das. Ich denke, man konnte jetzt bei dem Video schon mal ganz schön sehen, wie viel Power die Maschine doch hat und wie sauber das Ganze mit der Maschine wirklich zu machen auch ist. So, aber da wir nicht nur Nuten fahren wollen damit, sondern eben auch Verbindungen machen wollen, zeige ich das ganz kurz mal auch hier, wie man das macht. Jetzt stelle ich das nochmal auf 0 ein. Die Höhe gucken wir uns gleich an. Können wir es einstellen. So, was haben wir hier? Höhe jetzt. Okay. So. Also reißen wir uns das Seil zuerst mal an. Das ist relativ einfach zu machen. Mit einem Bleistiftriss haben wir schon beide Sachen angerissen. Und da fräsen wir das rein. Einmal von hier der Seite und einmal von hier oben rein. Ganze machen wir und ihr habt auch gesehen gehabt, wie sauber die Maschine arbeitet. Das machen wir jetzt auch noch mal. Und zwar hier ist der Saugerschlauch. Der wird, der Adapter war noch nicht dran. Also Adapter noch mal drauf, Saugerschlauch rein. So, und los kann es gehen. Natürlich nur dann, wenn die Maschine noch eingesteckt ist. Jetzt aber. Thank you.
So, jetzt haben wir einmal hier eingefräst und einmal hier. Wir setzen das hier so drauf. Rein, zack, fertig. Eine super Verbindung haben wir hier geschaffen. Bombig fest, Leim dran, zusammengezwängt. Das Ding hält einwandfrei und ist absolut, absolut bündig. So, das gleiche Spielchen kann man natürlich jetzt auch noch machen mit der Schräge. Auch hier nochmal. Wir zeichnen uns das an. Tragen wir das nochmal. So, ganz einfach und schnell gemacht, ohne dass man da jetzt eine Hexerei veranstalten muss. Das unter das Ganze hier natürlich erstmal auf 45 Grad einstellen. 45 Grad. Kann man hier jetzt sehr schön sehen, die 45 Grad. Wir setzen das an. Auch hier, das zeige ich mal gerade eben, ist ein mittlerer Strich. Auch hier vorne nochmal. Dass man immer genau sieht, wo die Mitte auch ist. Wir setzen das an. Dass man die Tiefe auch noch einstellt richtig, und zwar ist das hier an dieser Seite zu machen. Ich zeige es mal gerade eben. Also hier wird das eingestellt. Wir haben hier unsere Dübel, die wir jetzt hier haben, sind 20er Dübel, dann gibt es 10er Dübel und es gibt 0er Dübel. Das wäre jetzt hier in dem Fall, wäre das ein 10er Dübel gewesen, was wir hier eingestellt haben für das zu machen. Aber normalerweise standardmäßig werden halt eben die 20er verwendet und dann wird hier halt eben auf 20 eingestellt und dann hat auch das die Maschine gerade die richtige Tiefe. So, und das wäre dann die Nuller und dann gibt es halt eben noch mittlere. Das heißt also, man hat hier verschiedene Möglichkeiten, die Sachen einzustellen. So, das war eigentlich schon die Maschine gewesen. Von der Absaugung her nochmal, ich habe bis jetzt wirklich viel damit gearbeitet, verschätzt sich da noch nichts. Kann natürlich sein, dass wenn man mit dem Sack arbeitet, dass sich das das eine oder andere Mal da was verstopft, wenn er einfach zu voll ist. Aber wenn das gleich richtig abgesaugt wird, gibt es auch mit der Absaugung keine Probleme. Und ihr seht ja hier, der Tisch ist ganz sauber geblieben. Und ich von meiner Seite her kann die Maschine wirklich nur wärmstens empfehlen. Man hat unheimlich viel Spaß damit. Klar wird der ein oder andere sagen, ja, aber da gibt es natürlich Maschinen, Originalhersteller, die kosten das Zehnfache und so weiter. Okay, gut. Jetzt muss ich natürlich die Gegenfrage stellen, wie oft benutzt ihr die Maschine in der Woche? Wie oft benutzt ihr die Maschine im Monat? Ist im Monat eine Stunde oder zwei? Oder bist du ein Profi und arbeitest jeden Tag mit der Maschine 8 Stunden? Also, es steht alles in Relation. Für das, was die Maschine zu Hause bringen soll, bringt es mehr als genug. Die Maschine kostet jetzt so knapp über 50 Euro. Und da muss ich wirklich sagen, das ist echt ein Schnapper. Das lohnt sich. Wenn man es noch ein bisschen aufpimpen will, kann man hier vielleicht, naja, sage ich jetzt mal, da vielleicht noch eine andere Schraube reinbringen, wo man es ein bisschen mehr in der Gewalt hat, für festzuziehen. Aber ansonsten, im Großen und Ganzen, macht das Ding wirklich einen super, super guten Eindruck. Und ich muss sagen, da hat jeder wirklich eine tolle Maschine auf den Markt gebracht, wo man wirklich sagen kann, das lohnt sich, die sich zu holen. Also, we'll be right back.
euch hat das Video Spaß gemacht. Über ein Abo von euch würde ich mich natürlich freuen, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr weiterhin verpasst. Und es werden noch einige Videos folgen in der Richtung. Wenn es euch Spaß gemacht hat, auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Würde mich tierisch freuen. Hier kommt jetzt gerade so ein Abo-Button. Da könnt ihr den Abo hinterlassen und das eine oder andere Video vielleicht mal anschauen. Vielleicht macht es euch ja Spaß und ihr werdet auch ein Teil von einer guten Community, wo man wirklich zusammen auch was erreichen will und basteln will. Bis dann, euer Michael. Ciao, bis die Tage. Ich freue mich auf euch. Tschüss.